herzlich willkommen zurück bei Deponia, beim guten Rufus in Kuwak. Inzwischen schon in der vierten Folge, die ich immer noch aufnehme. Wir gehen jetzt mal, würde ich sagen, nochmal zu Lonzo. Und können wir da nicht ihm schon mal die Peperoni geben? Die Chilischote meine ich natürlich. Ich habe eine heiße Bohne. Eine Chili-Bohne? Sehr clever. Ja, ich bin schon ein Teufelskerl. Zumindest irgendwas aus der Hölle. So viel ist klar. Okay, er will sie tatsächlich nicht haben und Espresso-Tasse. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte er mich mal früher gefragt. Geschlossenes Fach. Ach, da können wir dann später unser Substrat reinpacken oder was? Hier müssen wir noch tanken. Und hier haben wir noch den roten Vorhang. Und damit können wir doch... Halt, Poki sagt dazu noch was. Lonzos Kneipe ist ein inhaltlich sehr interessanter Raum. Tatsächlich hatten wir weder bei Edna bricht aus, noch bei Whispered World und bei A New Beginning nur sehr eingeschränkt das Spiel in einer Umgebung spielen lassen, in der der Hauptcharakter auch wirklich sich zu Hause fühlt oder beheimatet ist. Also bei Sedgwick haben wir zwar am Anfang den Wohnwagenplatz bei The Whispered World, den verlässt man aber schon nach dem zweiten Screen. Und es ist, wie gesagt, auch ein Wanderzirkus, das heißt, die Umgebung ist für ihn auch fremd. Und Edna bricht aus, da hat Edna eben keine Erinnerung. Das heißt, sie fühlt sich vollkommen fremd an dem Ort, an dem sie ist. Bei New Beginning, da verlassen wir halt Ben am Anfang ganz alleine in seiner Hütte am Fjord und wird da auch halt sofort quasi abgeholt. Aber hier durchforsten wir mit Rufus quasi seine gesamte normale Lebenssphäre und haben da dann die Möglichkeit, tatsächlich endlich mal so ein paar Informationen über ihn so aus den alltäglichen Gesprächen da herauszuziehen, die quasi zwischen den Zeilen stehen. Und ich fand es immer sehr spannend, dass es tatsächlich doch noch Leute gibt, die Rufus aushalten irgendwie. Und Lonzo gehört halt dazu, obwohl eben Rufus einfach Rufus ist, also so ein schrecklicher Chaot. Und Lonzo, man merkt ihn auch an, er ist halt auch genervt und so weiter, aber er sieht das Ganze auch lustig. Das heißt, irgendwie ist da auch ein gewisses Augenzwinkern in Rufus' Art. Also die anderen nehmen es mit einem Augenzwinkern wahr und Rufus selber zwinkert quasi auch, und das merkt man eigentlich nur in diesen Gesprächen mit Lonzo, aber auch ein bisschen mit Wenzel, natürlich auch ein bisschen mit Toni, in seiner Art ist auch ein Augenzwinkern drin. Das heißt, er reflektiert das, ist auch ein bisschen bewusst und so weiter. Das, im späteren Spielverlauf verliert sich das so ein bisschen, aber hier wird es tatsächlich etabliert. Das fand ich halt tatsächlich sehr spannend. Ebenfalls sehr spannend ist natürlich die Charakterentwicklung von den Leuten, die Rufus erst kennenlernt, die hier schon sehr interessant vorgezeichnet wird, weil ich diese Charaktere, also Lonzo, Toni und Wenzel, die habe ich ja zuerst geschrieben. Oder auch natürlich Gizmo oder den Bürgermeister Lotek. Die reagieren auf eine Art und Weise auf Rufus, dass sie schon so voraussehen, wann er zuhört und wann er nicht zuhört. Das heißt, sie dürfen ein paar Sachen ganz offen sagen, weil er ganz offensichtlich nicht zuhören wird. Und dann können sie ihm halt auch ein paar Sachen direkt vor den Latz knallen, ohne zu befürchten zu müssen, dass er halt darauf überhaupt reagiert. Und diese unterschwellige Hassliebe Rufus gegenüber, dieses ätzige, ihm halt irgendwas beibringen wollen, aber eigentlich schon aufgegeben haben wollende und so weiter. Das habe ich halt bei diesen Charakteren halt auch einfach so vorgeschrieben, ohne halt überhaupt diese Entwicklung jemals quasi irgendwo mir selbst zu vergegenwärtigen. Im späteren Verlauf aber des Spiels, der ganzen Trilogie, gibt es ja doch einige Charaktere, die Rufus halt begleiten und kennenlernen und immer besser kennenlernen. Und lustigerweise werden die halt immer... reagieren die immer mehr und immer mehr so wie seine alten Bekannten hier aus seinem Heimatdorf, also wie Lonzo oder wie Toni. Die werden halt immer ähnlicher seinen alten Beziehungen. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend, wie das ineinandergreift und tatsächlich ganz gut funktioniert. Zu diesem Screen ist auch noch was Musikalisches zu sagen. Und zwar ist das der einzige Screen, wo die Hintergrundmusik tatsächlich nicht von Finn, von Periscope komponiert wurde, sondern es handelt sich hierbei um einen Schnipsel aus einem eigenen Song, den ich damals für eine Freundin aufgenommen hatte.
Den habe ich auch mittlerweile irgendwann mal auf Nachfrage auf meiner YouTube-Seite veröffentlicht. Dünnes Eis heißt der. Und genau, das Riff davon, das passte ja sehr gut hin. Nachdem wir die Musikproduktion abgeschlossen hatten, ist mir aufgefallen, ich habe halt diesen scheiß Kneipensong vergessen. Wir haben fast in jedem Spiel halt irgendwie eine Kneipe und irgendwie ganz häufig fällt mir erst zum Schluss an, beim Harvest Neue Augen war es dasselbe, bei Chaos of Deponia war es dasselbe. Ich vergesse, dass wir halt so eine Art Kneipenmusik brauchen, die sich halt irgendwie unterscheidet. Da passt halt nichts, was man wiederverwerten kann oder so, da braucht man eigentlich was Eigenes. Und deswegen habe ich mich hier bei Deponia schließlich entschieden, diesen einen Schnipsel aus einem eigenen Song zu verwenden. Ja, bei Goodbye Deponia haben wir Gott sei Dank dran gedacht. Wobei ich tatsächlich etwa eine Woche nach Release oder so bin ich irgendwann so im Bett hochgefahren. Ach du meine Güte, scheiße, wir haben vergessen, diesen Song einzubauen. Weil der wirklich nur in der Kneipe von Goodbye Deponia halt irgendwie verwendet wurde. Wir hatten ihn aber eingebaut. Ich hatte einfach nur diese Grundangst. Ich habe irgendwie aus Harveys Neue Augen und noch aus Chaos of Deponia und so weiter halt irgendwie mitschleppe. So, wir haben die Kneipe nicht richtig vertont, scheinbar. Ich hatte wirklich Albträume davon. Zum Glück gibt es ihn. Den 8-Bit-Song. Super. Gut, bei Deponia. Wir kommen noch dazu. Bis dahin. Da hören wir die Musik. Ich finde das super interessant, die Kommentare hier vom guten Poki. Und im Hintergrund hören wir das Riff. Okay, wir können jetzt eigentlich hier zu den Bullen runter, ne? Und hier ist mir auch noch was eingefallen. Und zwar, ich glaube, hier können wir die Fußfessel reinlegen. Und dann müssten wir in die Handschellen kommen. Einen noch? Nee. Perfekt. Strike! So, und mit denen, da kommen wir gleich zu. Oder war das jetzt schon? Mit denen können wir das hier nämlich irgendwie kaputt machen. Aber wir hören nochmal schnell Poki zu. Gizmos Notfallstation ist der Raum, wo mich mein Scripting-Team zu hassen begonnen hat. Ja. Ich hatte ja tatsächlich dann schließlich doch über die gesamte Deponia-Trilogie dasselbe Team, also zumindest dieselben Hauptscripter. Bei Goodbye Deponia schließlich war es noch ein bisschen anders, aber meine Lead-Scripter waren eigentlich von Anfang an bis zum Schluss die gute Claudia, der Alex und der Simon. Und die haben als Dreier-Team Wunder gewirkt, sag ich mal. Und ich weiß noch, wie Simon und Alex hier bei diesem Screen ihre ersten Augenringe bekommen haben. Also mittlerweile haben sie viele davon, aber hier haben sie wirklich zum ersten Mal bekommen, weil die Wandelbarkeit dieses Raums und die ganzen Animationen, die man da halt irgendwie richtig hintereinander abspielen muss und so weiter und wo man halt irgendwie zu jedem einzelnen Objekt halt irgendwie mehrere Bedingungen hat und so, das war schon eine riesige Herausforderung. Ja, natürlich auch für die Grafiker war halt von mir mehr oder weniger auch ein gemeiner Trick, muss ich sagen. Zu sagen, okay, dann habe ich halt nur diese begrenzte Raumanzahl pro Teil, pro Deponia-Teil, dann lasse ich halt einfach pro Raum einfach viel mehr passieren und dass man halt diese Räume umwandeln kann ineinander. Das ist natürlich da ein, ich sag mal, gehässiger Trick für die Grafiker, die dann halt irgendwie den Raum ja im Prinzip doch dreimal zeichnen müssen. Und nur eine Rechnung schreiben dürfen. Aber inhaltlich fand ich es natürlich sehr, sehr spannend zu sagen, wir lassen einen Raum sich dreimal verwandeln, also in drei unterschiedliche Formen verwandeln lassen, also durch eine einzige Hebelbewegung, und müssen dann aber ein Rätsel lösen, das raumübergreifend, also das zwischen diesen drei unterschiedlichen Versionen des Raums korrespondiert. Und dieses Rätsel zu gestalten hat sich dann doch als schwieriger, im Kopf klang das so lustig und so gut. Dann hatten wir den Part aber auch einfach erstmal gesagt, so, da finden wir schon was Lustiges und Cooles, hatten das erstmal zur Seite sortiert und dann blieb es auf der Seite und blieb auf der Seite und so weiter. Wir hatten schon längst die Produktion angefangen und hatten immer noch kein schlüssiges Rätsel, noch keinen schlüssigen Rätselkomplex für diesen Raum. Wir hatten schon längst mit der Produktion begonnen. Schließlich hat es doch wunderbar geklappt, aber am Anfang dieses, ach, da finden wir schon was Cooles, wie man diesen Drehschrank benutzt, was man damit machen kann und mit den Fächern und so weiter,
Aber nachher wurde das zu einem riesigen Sorgenkind, dieser Raum. Aber ich finde es cool geworden. Und dass dieser Raum halt irgendwie so dem Charakter Gizmo halt zusammenspielt, ist ebenfalls sehr toll. Ja, wieder ein sehr langer, ausführlicher Text, aber es ist cool, ne? Wie halt sowas entsteht, erfährt man hier ein bisschen und das finde ich halt echt super. Okay, die Handschellen, die konnte ich hier irgendwo festmachen, am Zellengitter. Da besteht keine Fluchtgefahr. Irgendwo, ich weiß jetzt nicht in welcher Szene. Moment, 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 am Baum war das nicht. Moment, wir müssen den Hebel umlegen. Machen wir mal hoch den Hebel vielleicht. Irgendwie konnte ich das System hier blockieren, sage ich mal. In der Szene war es, glaube ich, auch nicht. Also ganz runter den Hebel. Und noch ein runter. Die Feuertreppe, genau. Und jetzt konnten wir, da haben wir die Klappe. Und da konnten wir, glaube ich, so. Genau, und jetzt es geht, kann diese Luke nämlich nicht mehr zugehen. Und da, weil sie festgehalten wird. Perfekt. Und jetzt können wir hier einbrechen und können uns den Dietrich holen. Dafür müssen wir natürlich einmal rings herumlaufen. Okay, hier ist Poki wieder. Also sehr Poki-lastig die Folge. Der rote Vorhang, dem Stier überwerfen. Gehe ich mal von aus. Toro! Hey, Toro, hab ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Okay, können wir den Stier, ist da irgendwie den anbohren oder so? Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Der hat bestimmt irgendwie Treibstoff oder so, den wir brauchen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Mit dem Und Sezieren? heute. Nein. So auch nicht. Okay. Hören wir nochmal dem guten Poki zu. Oh ja, das ist der Screen vor dem Stadttor. Oh, an dieser Stelle muss ich, glaube ich, einfach mal auch eine Entschuldigung in Richtung Rufus loswerden, weil wir ihm ja im Verlauf der Deponia-Trilogie schon sehr, sehr übel mitgespielt haben. Wir hatten ja gedacht, so, was finden wir denn besonders lustig, wenn wir schon ein lustiges Spiel machen? Und besonders lustig ist es ja auch immer, wenn sich jemand wehtut. Deswegen haben wir hier auch rechts dieses Kaktusfeld reingezeichnet, das Rufus da schon ausgiebig erforschen durfte. Der mechanische Bull ist natürlich eine zweite Sache und möglicherweise passiert auch später oder vielleicht ist es euch auch schon passiert, etwas mit der Autobatterie dieses Trucks hier im Vordergrund und der Batteriesäure, die dazu gehört. Also in aller Form, Rufus, Entschuldigung für diese Rosttour, die wir dir da auferlegt haben bei den Arbeiten an Deponia. Also zunächst mal entschuldigen bitte privat, jetzt nicht hier, wenn die User zuhören, das kaufe ich nicht, da reden wir nochmal in Ruhe drüber. Ich bin an dieser Sache hier, wenn ich das erzählen darf, auch ein bisschen selber schuld. Ich bin um eine Anregung gebeten worden, wie dieses Setting aussehen soll. Und ich habe dann den Tipp gegeben, vor der Polizeiwache von Kommissar Hunter in den lustigen Taschenbüchern. So in der Art, diese beiden Lampen an der Seite mit diesem Treppchen. Und dann hat irgendjemand mich verarschen wollen und hat dann ein Foto vom Hobbyraum meines Vaters gefaxt. Und so sieht es auch aus. Es ist verblüffend. Ich habe einen richtigen Schreck gekriegt. Und es war auch ungefähr so angenehm wie meine Besuche im Hobbyraum meines Vaters. Ja, schade, dass wir die Szene mit dem Hobbyraum tatsächlich auch weggekürzt haben. Das gehört ja auch ein bisschen zur Vorgeschichte. Aber vielleicht wäre das mal tatsächlich Material für ein Prequel. Du willst mich nicht verstehen. Wir haben die nicht weggelassen. Ich habe genau das auch dann erleben müssen. Ja, aber fürs Spiel. Sogar die Autobatterie ist von der gleichen Marke. Also es hätte nicht Not getan, das so genau zu befolgen. Aber jetzt ist es ja nun auch nicht mehr zu ändern. Zu spät. Ich mag das. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Okay, wir können in die Notfallstation eindringen, uns den Dietrich schnappen. Jetzt müssen wir natürlich wieder einmal. Warte mal, war hier noch was drin? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Das hatten wir ja schon. Da, als ihr geblinzt. Okay, damit können wir jetzt an Gizmos Schränkchen gehen. Gehe ich mal von aus, weil wir den Dietrich haben. Und ich glaube, der Papagei, der konnte doch das mit dem Gas irgendwie ab, ne? Deinem Papagei scheint es nicht gut zu gehen. Ach du meine Hose. Er ist ja vollkommen ausgenockt. Wie sollen wir denn jetzt erkennen, ob gefährliche Gase austreten? Tja, die Warnlampe geht doch immer als erstes kaputt. Nimm ihn ruhig mit, wenn du willst. So nutzt er mir nichts mehr. Okay.
Jetzt haben wir einen betäubten Papagei, betäubter Papagei. Hier ist schon wieder Pokey, aber wir werden jetzt erstmal ein bisschen im Spiel vorankommen. Der erzählt aber viel, diese Folge. Da ist das Köfferchen. Diesmal besitzen wir einen Dietrich. Ich hoffe, es klappt. Oh ja, es klappt. Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Sehr gut. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Wir haben wohl wieder was. Ah, ich muss auf dieser Plan, der wirkt völlig verwirrend auf mich. Was ist das? Aufputschmittel. Ich frage mich, wie das bisher. Auf der Spritze steht nur zur Blutabnahme. Ah. Als ob man darf. Nur zur Blutabnahme? Das veranlasst mich ja, direkt den Hebel wieder zu ziehen und nochmal zum Bullen zu gehen. Und dann ihm das Blut entnehmen, sag ich mal. So, einmal die Feuerleiter. Whoop! Sehr gut. Spritze in den Bullen. Könnte ich mir vorstellen, dass das klappt. Wenn ich auf der Suche nach Phlegma wäre, könnte ich auch Wenzelblut abnehmen. Okay, das klappt tatsächlich nicht. Die Windschutzscheibe, können wir die mit dem Schwamm sauber machen? Und wenn nicht, Wasser haben wir ja noch bei Toni im Haus. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier, Lust und Seife. Sehr schön, er braucht auch noch Lust. Das finde ich wieder sehr witzig, wie man merkt. Ach, ich mag diesen Humor, diesen schrecklich verkappten Humor in diesem Spiel. Okay, hier hatten wir ja noch diesen Topf in Tonis Haus. Da können wir gerade mal den Schwamm reinpacken. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Autsch, das ist ja heiß. Wie kriege ich den Schwamm da jetzt wieder raus? Ach, wir haben den schon. Nasser Schwamm. Okay, oh, wieder rausgetappt. In der letzten Folge zum Glück gar nicht. Nach oben nochmal gehen. Da war ja dieser Schauplatz. Genau, an dem wir... Tada! Das Schweißgerät, ein Blindgänger. Oh, und hier ist die Kapsel. Das Ding ist abgeschossen. Was haben wir hier noch? Ja, die beiden Sachen. Und hier liegt noch ein Trichter. Werden wir alles brauchen, denke ich. Nehmen wir es mal mit hier. Sehr gut. Oh, ein Blindgänger blieb übrig. Und ein Trichter. Hier hatten wir Poké ja schon zu gehört. Wir haben noch einen Poké-Ort, aber ich würde jetzt gerne mal ein bisschen weiterkommen. Wir verlassen das Haus wieder. Wir werden jetzt erstmal die Windschutzscheibe putzen gehen. Wir machen erstmal das Offensichtliche. Hier lang. Warte mal, war da nicht auch ein Poké-Kommentar? Ja, okay. Na komm. Dann haben wir das durch, ne? Und hier sind wir jetzt vor Tonis Hütte. Da kann ich das erste Mal ein bisschen was zur Grafik sagen. Und zwar ist das ja der tatsächlich erste Screen, der für Deponia erstellt wurde. Und zwar die erste Version von diesem Screen habe ich sogar selber persönlich angefertigt. Und das war das allererste Asset, was es zu Deponia gab. Meine erste Version von diesem Screen, allerdings im Ätna-Stil. Damals war es noch links ein großer Reifenberg unter diesem Plateau mit dem Tunnel, der in den Stadtkern geht. Und, nee, warte mal, der Reifenberg war tatsächlich rechts. Und links gab es einen Stapel von alten Datasetten mit den IT-Spielen. Zu der Zeit hatte ich irgendwann gelesen, dass die Entwickler von, die Atari-Entwickler, die halt damals das Konsolenspiel IT gemacht haben, den ganzen Überschuss, weil sich das Spiel so schlecht verkaufte, irgendwo in der Wüste verscharren mussten. Das fand ich so lustig, dass ich hier eine Einspielung in meinen Screen zeichnen wollte, als ich dachte, möglicherweise zeichne ich auch hier in diesem Spiel wieder die Hintergründe selbst. Wozu es dann ja natürlich nicht kam, und da bin ich auch sehr glücklich darüber, weil wir dann den Michael Benrath verpflichtet haben, mit dem ich schon zusammengearbeitet habe, für ein Lizenzspiel für Warner namens Anderthalb Ritter. Das war im Prinzip das zweite Spiel, das bei Delic rauskam, oder das dritte nach Whispered World, vor Whispered World, oder? Ja. Und da hatte er auch schon die Hintergründe gemacht und ich war der festen Überzeugung, dass er auch der Richtige ist, um den cartoonigen Hintergrundstil für die Welt Deponia zu zeichnen. Und das war auch ein sehr großes Glück, dass er da Zeit und Lust für hatte und uns dann ja auch quasi mehrere Jahre lang begleitet hat. Und tatsächlich saß Micha dann auch schon als einziger und erstes Teammitglied sozusagen mit mir zusammen in einem Raum, als ich fast ein Jahr lang hatte, um das Konzept für Gesamtdeponia,
also die Complete Journey quasi zu konzipieren, bevor wir entschieden haben, dass das Teil so groß ist, dass wir es in drei Einzelteile eigentlich aufteilen müssen. Jetzt habt ihr wieder alle drei zusammen. Ebenfalls bemerkenswert ist hier in diesem Screen, dass mir hier zum ersten Mal auffiel, dass unsere Animatoren komplett überengagiert sind und eigentlich hatten wir sehr wenig Zeit für die ganzen Animationen, die halt nötig wurden, also geplant waren und auf unserer Liste stand, um Deponia zu beleben. Und hier war eine Animatorin an dem Briefkasten beschäftigt und sollte halt einfach nur eine kurze Animation machen. Die war sogar auf Nice to Have gesetzt, weil im Prinzip benutzte Schraubenschlüssel mit Briefkasten und so. Das hätten wir auch mit einer Standardanimation lösen können. Das war sowas, was wir klassischerweise in älteren Spielen halt immer einfach mit so einer Standard-Greifanimation gelöst hätten. Aber die stand eben bei ihr auf der Liste und sie machte so diese ausladende Animation, wie sie halt diesen Briefkasten, halt Rufus den Briefkasten halt so durch die Luft sausen lassen, bis er in seiner Manteltasche landete. Und da dachte ich so, boah, ja, das will ich eigentlich für das gesamte Spiel. Und da fing dann der tatsächliche Wahnsinn von Deponia eigentlich so richtig an. Großartig. Auch aus Scripter-Sicht ist dieser Raum sehr interessant, weil tatsächlich die Perspektive von dieser Brücke eine sehr, sehr schwierige Aufgabe darstellt, weil Rufus einmal auf dieser Brücke, während er nach unten geht, nach vorne läuft und dann aber immer noch nach vorne läuft, während er die Brücke quasi wieder heraufgeht. Das heißt, eine Verschiebung des Charakters auf der Y-Achse bedeutet hier bis zur Mitte der Brücke, dass er nach vorne geht und ab der Mitte der Brücke bedeutet es, dass er nach hinten, also nach Norden auf dem Screen zu gehen, nach vorne laufen. Und das ist tatsächlich in Visionaire so gar nicht vorgesehen gewesen. Deswegen war es tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Screen, um den tatsächlich zu scripten. Und wir haben da einiges probiert und tatsächlich auch nochmal den Screen umgezeichnet, damit es nachher halt bestmöglich aussieht. Ja, sehr interessanter Screen, gleich zu Beginn. Wow, heftiger Einstieg. Finde ich total geil. Wir können das mal gerade testen, hier, wie er hier runter geht. Da sehen wir es, er läuft halt diese Kurve. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Das gefällt mir zunehmend gut. Okay, wir gehen nochmal zu dem Auto. Und hier wollten wir jetzt mal die Scheibe freimachen. Oh, unser Inventar quillt über. Alles besorgt, was wir so brauchen. Muss das wirklich sein? Die Sitze sind mit pinkem Plüsch bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipuh. Dämlicher Name. Und jetzt können wir doch bestimmt zu ihm in den Tunnel und nochmal nach Schnutzipus Schlüssel fragen, oder? Damit wir an das Auto können. Das macht auf jeden Fall Sinn. Hanneck! Achso, nochmal klicken. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Rufus. Genau. Nochmal wegen dem Schlüssel. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Schnutzipuh. Schnutzipuh. Schnutzipuh? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipuh. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich schmiede Pläne, um von hier wegzukommen. Ich liebe das Ballett. Ja, das würde ich sagen, wegen der Pirouettenfigur. Ich liebe das Ballett. Volltreffer. Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipuh. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett lesen. Sehr, sehr sinnfrei wieder. Okay, wir gehen zu Schnutzipus Auto, haben den Truckschlüssel und schauen mal, was wir hier Schönes drin finden werden. Einen Hebel. Damit öffnen wir die Motorhaube. Ist ja sonst noch was? Nein, wir können die Tür wieder verschließen. Wir können durch die Scheibe gucken. Aber wir können jetzt in die Motorhaube. Und dort ist nur eine Batterie. So viel Power in so einer Schrottkarre. Was für eine Verschwendung. Ja, nimm mit. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Okay, vielleicht mit der Spritze. Damit kann ich das Gehäuse auch nicht knacken. Aber wie komme ich da... Okay, wir wollen das Gehäuse knacken. Mit dem Handschweißgerät. Damit kann ich das... Aber wie... mit dem Bohrer. Batterie anbohren. Ich will an die Batterie, Son. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die... Ah! Au! Yeah!
Das sollte ich mitnehmen. Aber nicht mit bloßen Händen. Okay, wie können wir jetzt die Säure in das Aufputschmittel trichter? Na nun, das hat ja gar keinen Effekt. Na nun, das hat ja gar keinen Effekt. Das hat ja gar keinen Effekt. Sehr gut, kann ich das vielleicht in so einen Ballon füllen? Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Gut, Trichter? Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Okay, harmlose Säure. Gut, wir haben gerade kein Gefäß. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu schnell leer. Was mir noch einfällt, wir müssen auf jeden Fall noch zu Toni, zu dieser Kaffeemaschine hier, die Mühle. Da müssen wir irgendwas noch reintun. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt von den Zutaten. Ich versuch's mal mit der Chilischote. Eine ganze Chilischote. Das sieht schon mal gut aus. Können wir das auf... Nein, das hat ja gar keinen Effekt. Okay, das kommt dann nicht rein. Haben wir sonst irgendwas? Die Spritze? Denke ich eher nicht. Den Blindgänger. Warte mal, den Blindgänger aufmachen. Da ist doch bestimmt Sprengpulver drin. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Oder Schwarzpulver. Kommt das auch mit rein? Eine Prise Schwarzpulver. Ja, sonst haben wir ja eigentlich nichts. Dartpfeil, das Aufputschmittel trinkt dann nur. Fehlt nur noch eine Zutat. Die da wäre? Was brauchst du denn noch? Klares Wasser, energiereiches Wasser, belebende Flüssigkeit. Wasser. Klares, belebendes und energiereiches Wasser. Okay, wir müssten halt irgendwie noch irgendwas aus dem Bullen bekommen. Das steht schon mal fest. Was hatten wir jetzt noch im Inventar? Wir haben den Papagei, wir haben das Schweißgerät, wir haben eine Wartenummer, Luftballons. Luftballons gehe ich mal wieder von aus, müssen wir wieder auffüllen. Das war hier rein. Da ging der Tier lang. Und dann brauchen wir hier wieder die Arztstation. Da. Also wenn wir die Luftballons noch haben, ich denke mal, das wird dafür da sein. Vor allem, weil wir sie auch kaputt machen können. Lachgas-Container. Okay, wir haben wieder einen Ballon mit Lachgas. Wir haben Dartpfeile. Ich denke mal, das wird irgendwie zusammengehören. Der ist bereits ausgenockt. Okay, er ist bereits ausgenockt. Die Frage ist, wie können wir an dem Bullen was machen? Wenzel, wüsste ich gerade auch nichts, was wir da tun können. Säure müssen wir noch mitnehmen und irgendwie müssen wir diesen Stier aufkriegen. Ich dachte eigentlich mit der Spritze. Toro! Hey. Dartpfeil? Nee, warte mal. Können wir da vielleicht den betanken? Und heute, liebe Kinder? Nee, er will da tatsächlich was rausnehmen. Toro! Hey! Okay. Wie langweilig ist das? Anbohren wollte er ja auch nicht machen, ne? Und heute? Also irgendwie müssen wir hier noch was rausbekommen. Das schwarze Brett haben wir uns schon angeschaut. Wir haben noch einen Dietrich. Damit vielleicht in Tonis Haus den Arztdingen da aufmachen. Arztkoffer, Schrank. Hauptsache, das Wasser brodelt hier immer noch fröhlich vor sich hin. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal brauchen werden, tatsächlich. Die Hausapotheke. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Nicht einmal damit? Ist das überhaupt ein richtiger Dietrich? Mit der Bohrmaschine eventuell? Gott sei Dank bin ich... Verdammt! Okay, mit dem Skalpell denke ich auch mal nicht. Verdammt! Gut, gut. Aber wir haben so viele Optionen. Wir werden mit Sicherheit in der nächsten Folge einen gescheiten Weg finden, wie wir das Ganze hier lösen. Jetzt haben wir schon wieder so eine lange Folge. Die vierte. Ich glaube, das war es jetzt auch erstmal für die Aufnahmesession. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Aber wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesen zusätzlichen Kommentaren. Macht's gut und ciao.